So, damit man den Grill in Betrieb nehmen kann, ist es wichtig, dass man sicher mal auf einem festen Boden ist, Abstand hat von brennbaren Sachen wie Gebäude oder Holz, sonstige Sträucher und Bäume. Und dann können wir loslegen mit dem Aufstellen. Wichtig ist, dass wir alle Flügelschrauben zuerst mal lösen. Wir haben hier und auf dieser Seite auch und das gleiche auf der anderen Seite. Wenn wir alles gelöst haben, kann man den Grill nur noch lüpfen. Beide auseinander. Jetzt müssen wir als erstes die Flügelschraube hier lösen, damit der Stab runterkommt, damit man es nachher arretieren kann. Dann kann man die wieder anschrauben. Und das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und dann auch wieder nicht vergessen, die Schraube anzuziehen. Wenn man alles angeschraubt hat, tut man die Beine noch einmal so richtig gegenüberziehen. Im Winkel. Und dann sieht man, der steht, der ist fest und er fällt nicht um.